Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Ignaz Pferd Live. Schön, seid ihr wieder alle dabei. Gerne mir auf Telegram folgen, Gather und Truth Social. Vielen, vielen Dank. Natürlich auf X, Twitter etc. Und gerne mich via PayPal, E-Banking unterstützen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich unterstützt. Wie ignazpferd.com findet ihr alle Informationen. The People's Voice, Klaus Schwabs Tochter. Dauerhafte Klima-Lockdowns kommen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Und so schaut die Dame aus. Ich meine, über Klaus Schwab weiß man schon viel, wenn man ein bisschen politisch informiert ist, über deren Nachkommen noch sehr wenig. Wir wissen, dass George Soros ja einen Sohn hat, Alexander Soros, da weiß man schon einiges. Aber über die Tochter von Klaus Schwab wusste man bis dato eigentlich nicht viel. Und darum mache ich diesen Vlog. Die Tochter des Gründers des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab hat damit geprahlt, dass es zu dauerhaften Klima-Lockdowns kommen wird, ob es den Menschen gefällt oder nicht. Klaus Schwab selber sagt ja, du wirst nichts mehr besitzen und du wirst glücklich sein. Liebe Freunde, was soll das für eine faschistische, kommunistische Welt werden von einer neuen Weltordnung, antidemokratischen Subjekten? Ich werde definitiv nicht in so einer Welt leben wollen und werde alles für die Freiheit tun. Mein Fokus ist die direkte Demokratie. Laut Nicole Schwab war die Covid-Pandemie eine enorme Gelegenheit zu testen, wie die Öffentlichkeit den Plänen des World Economy Forums zur Einführung seiner Great Reset Agenda nachkommen würde. Das, was ich auch immer sage, es ist also ein Testlauf gewesen, zu schauen, wie willig und wie hörig die Menschen sind. In einer Embryostellung verharrt, in einer Massenpsychose folgten sie den Ärschen und haben das geerntet, was die gesät haben, nämlich Scheiße, weil sie eben den Ärschen gefolgt sind. Die Förderung des Narrativs vom Klimanotstand durch das World Economy Forum zielt darauf ab, eine Veränderung herbeizuführen, die nicht inkrementell ist, um die Natur in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu stellen, so Schwabs Nachkommen. Naja, wir wissen alle, der Great Reset, der große Neustart der Globalfaschisten, um wahrscheinlich China den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil China in der freien Marktwirtschaft viel effizienter und besser ist als ja, das verkrüppelte alte Konstrukt im Westen, dass man eben diesen Transformationsprozess vorangetrieben hat, 2020 im März, April, Mai, und dass eben die grüne Kreislaufwirtschaft die neue Ideologie ist für den Machterhalt. Nicole Schwab gab dies in einem neu ausgegrabenen Video zu, das während einer World Economy Forum Podiumsdiskussion im Jahr 2020 aufgenommen wurde, also wo dieser ganze Riesenschwindel losging. Das WEF listet Nicole Schwab als Mitglied des Executive Committees des WEF auf, die auch Co-Direktorin von Platform to Accelerate Nature-Based Solutions and 1T.org ist. Die Gruppe der WEF-Teilnehmer diskutierte darüber, wie die falsche Drohung eines unmittelbaren Notfalls genutzt werden kann, um den Great Reset-Plan des WEF für die Menschheit weiter voranzutreiben. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als man kreiert einen Vorwand, alle gucken dahin, da ist der Nazi, da ist der unsolidarische Schweinehund, da ist dieser rechtsextreme Schwurbler und alle gucken dahin und gucken gar nicht, was da auf der Seite geschieht. Und Klaus Schwab hat es ja auch schon des Öfteren thematisiert und gesagt, es ist die größte Chance mit dieser Pandemie, die wir nutzen können, um den Planeten zu retten. Und wenn wir ja sehen, wie imperiale Dillgurken Hand in Hand mit linksextremistischen Antifa-Black Lives Matter-Terroristen und LGBTQ-Super-Transgender-Warrior da zusammenarbeiten, die Klimaextremisten auf den Straßen kleben lassen, die Menschen auf den Sack gehen, dann wissen wir ja, wo es hingeht und wer mit wem arbeitet. Ihr werdet sie an ihren Früchten respektive an ihren Taten erkennen. Und es ist gut zu sehen, dass wir die schrumpflige Gefolgschaft nach Klaus Schwab schon auf dem Radar haben. Ob Alexander Soros oder Nicole Schwab soll die Uschi heißen. Ich kannte sie bis dato noch nicht wirklich. Komme ich aus dem geopolitischen und patriotischen Segment. Ist es umso interessanter, wie sie jetzt aus den Deckungen kommen.
und wir sie entlarven. Also liebe Freunde, gerne unten ein Like da lassen, gerne eure Meinung unten reinschreiben, das Video euren Freunden schicken, gerne mich via PayPal, eBanking unterstützen. Aber vor allem, macht mal Urlaub in Ungarn am Balaton, raus aus der Freiluftpsychiatrie. Jeden Donnerstag 12 Uhr haben wir Treffen. Diesen Donnerstag haben wir Micha aus Chemnitz bei uns, der Livestreamer, den viele von euch kennen. Bert Walter Ulbrich, Livestreamer aus Österreich. Ich bin dabei und Falko Stölzer. Ich denke, die deutschsprachige Gemeinschaft ist ein extrem guter Plan B, aber noch besser ist natürlich Plan A, Revolution. Beste Grüße an alle und viele, viele Dank. Immer positiv bleiben. Ciao, ciao.